Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Modellbau-Kanal, Vagans Modellbau-Ecke, oder soll ich Unboxing-Kanal sagen? Ich bin mir noch nicht so sicher, wo jetzt der Weg so langsam hinführen wird. Also eigentlich Unboxing, klar, Videos von Bauberichten werde ich nicht machen. Vielleicht mal eine Dia-Show von einem Baubericht und so. Ja, und heute geht es um ein Endgegner-Modell, sage ich dazu immer. Ganz einfach, weil es gibt kein besseres von diesem Modell. Es gibt tatsächlich nichts besseres als die F35B Lightning II von Tamiya. Die ist neu rausgekommen, also vor ein paar Wochen oder so. Ja, also ein ziemlich geiles Luftüberlegenheitsflugzeug, was senkrecht startfähig ist, beziehungsweise ja, starten und landen kann, senkrecht, aber auch, was soll ich sagen, kampffähig im Stand in der Luft und all so ein Gedönse. Aber was das Flugzeug genau kann und warum und wieso, könnt ihr sicherlich bei YouTube in irgendeinem Video ergoogeln. Dafür bin ich jetzt nicht da. Es geht jetzt um das reine Modell, um den Bausatz, und ich habe schon mal so ein bisschen bei anderen geluschert, natürlich mir angeguckt, was da so läuft. Der ist nicht gesponsert oder so, sondern selbst erackert, mit meiner eigenen Rente bezahlt, wollte ich gerade sagen. Naja, also man muss dann halt ein bisschen sparen als Rentner, ne? So, soll ich sagen, nee, ich darf das gar nicht sagen mit Rentner, ne? Das ist verboten. Darf ich mir für die Rente ein Modell kaufen? Ja, natürlich darf ich das. So, 1:48 ist der Maßstab von einem guten Stück, und Tamiya, ja, Tamiya baut zwar ganz nette Flugzeugmodelle und so, und aber ist nicht so meine bevorzugte Firma, muss ich sagen, weil ich baue ja eher Panzer und so, und im Panzersektor moderne Fahrzeuge sind die uninteressant, muss ich sagen. Auch der Leopard 2 A7, der neue, der steht weit, weit hinter dem von Rayfield und so. Naja, Hauptsache, sie bringen irgendwas raus. Ja, gut. Okay, was ist denn da nicht drin? Achso, hier steht drin, was dabei ist und was nicht. Kurz vorm Boxart brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Ist uninteressant, es geht um das Modell. Ja, seit längerer Zeit mal wieder was auf den Tisch zum Auspacken. Und das werde ich dann auch gleich vorbereiten müssen. Also die ganzen Tüten öffnen und so. Das mache ich natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil wenn ich was beschädige, dann hört ihr mich fluchen. Nein, ich beschädige nichts, aber das müsst ihr ja nicht sehen, ne? So, also als erstes, was mir auffällt, ist, dass die Anleitung hier wirklich dick ist. Also man sieht das hier so. Ganz schön dicke Anleitung. Dann sehe ich hier, was da ist, ein Stück Draht, zwei Drähte, ein kleiner Schraubendreher und eine Schraube. Ja, und Deckelbögen, die nehme ich mal raus und das packe ich erstmal zurück zur Seite. So, da gehe ich. Jetzt gucke ich erstmal, der Beutel ist verschweißt. Nee, ist nicht verschweißt. Auch in Japan gibt das Tesafilm oder sowas in der Art. Nee, ist Tesafilm. So, oh Gott. Ist aber stabil hier. Stabil. Ich ziehe mal vorsichtig alles raus hier, was hier drin ist. Ist ja alles wichtig, nicht wahr? So. Was habe ich denn hier? Einmal. Oh, da ist noch was anderes drin. Sieht aus wie ein Neodym-Magnet oder so. Jetzt frage ich mich, wofür das alles gut ist. Wahrscheinlich für einen Aufsteller oder so, ne? Ja. Und so packe ich das hier aus. Was ist hier? Was steht da? Okay, Hintergrundinformation. Gedruckt sogar in Deutsch. Ne? Sogar in Deutsch, auf Deutsch. Das lese ich mir jetzt nicht durch. Ich könnte natürlich das durchlesen, wie so andere, und versuchen, euch da Informationen drüber zu geben, aber das lest euch mal selber durch, wenn ihr das habt. Und na ja, schön auf Deutsch, ich würde mir das mal durchlesen. Ein bisschen Background kenne ich ja, aber wie gesagt, ich bin hier kein
Ja, kein Leerkörper, ne? Ein Hohlkörper, ja. Oh, was ist das? Ui. Hä? Okay. Das sind Farbtafeln, aber die sind ziemlich groß, wa? Da muss man ein Stück weiter zurückgehen, aber so ein ganz kleines Stückchen. Hopsala. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das sind wahrscheinlich die verschiedenen Bemalvorschläge, würde ich sagen. Also das Stencils, wo eben was hinkommt. Achso, nee, das sind jetzt tatsächlich nicht Bemalvorschläge, sondern hier steht drin, welche Deckels da hinkommen, wo sie hinkommen. Ja, also das sind schon mal Stencils, aber wahrscheinlich auch für die verschiedenen Typen. Ich drehe das mal kurz vorsichtig um. Farbangabe, ja, so. Offensichtlich. Auf der anderen Seite, ja gut, das sind nochmal andere. Andere, das sieht schön aus mit dem Flügel, wenn das so ein bisschen bunter ist, ne? Ja, das ist so unser Marineflieger. Ja, da geht das, ich nehme mal den hier. Da sind so ein paar Kleinigkeiten, die sich wohl von den anderen unterscheiden. Ich finde das hier an den Tragflächen, finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Also sieht gut aus, nicht so grau in grau. Davon habe ich hier zwei Bögen, so wie es aussieht. Nehme den mal den zweiten. Also vier Versionen sind das, glaube ich, oder? Ist das, das ist wieder was anderes. Das sind auch Stanzels. Stanzels. Also gibt es noch mehr verschiedene Varianten, wie ich hier sehe. Also hier, das ist ein bisschen unübersichtlich. Jetzt ist es zu viel. Wahrscheinlich sind das so ein paar so Nebengeschichten. Auch hier hinten am Leitwerk, wo mein Daumen jetzt ist, hier, da ist ein anderes Bild drauf. Also hier hinten am Querruder sind, was sind das? Keine Ahnung, kann ich nicht erkennen. Also hier sind so ein paar Unterschiede noch. Und das könnte ich mal, ich falle das mal kurz zusammen. Das sieht so aus, als würden die wieso ist da ja eine japanische Flagge drauf? Das muss ich mal erlesen. Ist zwar auch eine nette Idee, aber ja. Und USS America ist ja wohl ein Flugzeugträger, würde ich sagen, oder? Tja, also noch ein bisschen Informationsfluss muss bei mir fließen, damit ich weiß, welche Deckels dahin kommen. Aber das wird ja noch ewig dauern. Ne? Was heißt ewig dauern? Dieses Flugzeug wird wohl vor den Border Models Flugzeugen angefangen werden, obwohl ich arbeite gerade an der X1 Mach Buster in 1,48 von Eduard. Gibt's kein Unboxing für das Ding, für das Flugzeug. Das habe ich einfach so geholt als Quickie. Hier gibt es von Tamiya so eine kleine Bauanleitung, also so ein paar Einsteigergeschichten, das bringt einen Anfänger gar nichts, das Blatt. Ich habe von Tamiya ein Buch auf Japanisch, das bringt mir persönlich auch nichts. Aber in diesem Buch werden die ganzen Grundlagen vom Modellbau gezeigt und so. Das muss ich auch noch bei eBay reinsetzen, damit kann ich nichts anfangen. Ich finde die Bilder zwar schön und so, man kann auch anhand der Bilder einiges erkennen, aber ich bin halt aus dem Einsteigerbereich, denke ich mal, so ein bisschen raus. Hier ist irgendwas. Also jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen weiter. Tut mir leid, die Einleitung dauert ein bisschen länger. Das sind ja auch Sachen, die da... So ein paar Highlights, muss ich sagen. Ich finde das Bild hier ganz, das Große, ganz geil. Und hier sind diese Linien. Hier die ganzen Striche und... sowas sind hier drauf. Hier ist eine Menge Zeugs. Sind auch viele Deckels. Ich kann das mal den Deckels mal ganz kurz, bevor ich auf die Anleitung eingehe, mache ich mal die Deckels klar. Zeige ich auch mal, was da an Deckels dabei ist. Das ist nämlich doch eine ganz schöne Batterie. Na, so. Erstmal raus mit den Klemmen und dann ziehe ich mal alles raus, was da so drin ist. Ach komm. Das ist ja eine komische Folie, so hauchdünn mit den Klammern und so, ach,
Da ist noch ein Bogen, der war nur umgedreht. Ach du Scheiße, da ist ja richtig, richtig viel dabei. Okay, fange ich erstmal an mit dem, was ich jetzt hier gerade zuerst gesehen habe. Maskierfolie, Maskierung, das finde ich auch ziemlich gut. Ich hatte im Zuge dieses Modells als ich danach geguckt habe, auch geschaut, ob ich irgendwie Maskiermasken von Eduard finde und so. Und da war nichts für dieses Flugzeug. Und dann habe ich aber gesehen, dass Tamir das selber gemacht hat. Aber ist das Lasercut oder ist das nicht Lasercut? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es kann auch sein, dass man sich das selber ausschneiden muss. Das gibt aber die Anleitung wahrscheinlich her. Ja, das sind auf jeden Fall Maskiermasken. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie, ne? Aber wenn man das umdreht, ja, sieht man ganz deutlich die Kills. Und zwar eine ganze Menge, auch viel klein, also sehr viel Kleinkram da drauf. Ich habe keine Ahnung, wo das alles hingehört. Hier amerikanische Flagge und hier diese Markierung mit den Flügeln. Ich werde bevor ich damit mich anfange mit dem Zeug, werde ich mich noch damit beschäftigen und schauen, wie, ja, was ich nehme von diesen ganzen Beschriftungsgedönse. Hier sind Cockpit-Geschichten und ich werde gucken, ob es noch ein Lück-Cockpit gibt. Weil Foto-Ads-Teile habe ich jetzt keine gesehen. Also ich bin auch nicht auf dem Grund der Kiste gewesen, aber wenn da Foto-Ads-Teile dabei gewesen wären, dann wären sie wahrscheinlich in diesen Beutel gewesen. Und ich stehe auf diese Cockpits in 3D oder so und deswegen werde ich die Armaturen diesbezüglich filmen. Was ist denn hier? Ist ja noch was. Okay, gehen wir nochmal einen runter. Also, das ist das. Das sind diese Farbausfüller und Linien, die an die Flügel kommen und der ganze Kleinkram. Das ist echt geil. Echt viel. Ja, und davon ist noch ein Bogen da. Also in diesem Farbton. Auch hier sind hier auch ganz, ganz viele Dekels. Also das wird auf jeden Fall ein Dekelschlachtfest. Ja, ja, und hier diese typischen grauen Dekels, die Beschriftung Marines und das Klassische an den Flügeln. Warum das eine in Rot-Weiß gestreift ist oder so, das muss ich noch rausfinden. Wäre natürlich schön, weil das Flugzeug bestimmt ganz gut aussieht, aber das muss natürlich einen Sinn ergeben, dass ich das hier anbaue, was da zu sehen ist. Oder anklebe, was da zu sehen ist. Ja, schöne Dekels, also auch die Qualität der Dekels ist natürlich immer super. Das ist eben halt Tamir. Na, da gibt das eigentlich nicht viel zu meckern. Ich meckere hier sowieso jetzt nicht. Ich weiß natürlich, dass es hier so ein paar Tamir-Jünger gibt. Ne? Die würden nichts anderes bauen, aber ja, nee. Also alleine schon von Border Models, dass die neuen, ja, die, wie heißt das, Kamikaze da und die Zero und so. Da hat Tamir zwar auch schön in 1:48, aber ich muss sagen, bei Border Models die 1:35 Serie, die sie da rausbringen, das ist, glaube ich, ungeschlagen in der Qualität, in der Machart. Das sind Flugzeuge, die ich auf jeden Fall, also zumindest dieses Kamikaze-Ding mit dem Torpedo drunter. So, das packe ich jetzt so weg. Das möchte ich gerne noch haben. Ich habe schon 3 Flugzeuge aus der Serie, wo ich, glaube ich, ein Unboxing-Video schon hochgeladen habe von. So, jetzt geht's aber weiter. Endlich kann man sagen, mit der Anleitung. Ein schönes Bild, was auch auf dem Titel zu sehen ist, von einem Startenden. Also der startet jetzt, glaube ich, nicht senkrecht, sondern der nimmt die Kurzbahn. Also die können auch wenn sie normal starten, also mit ganz, ganz wenig Platz auskommen beim Landen und beim Starten, ohne dass sie senkrecht starten. Ja, das ist wegen diesem Triebwerkssystem, was sie haben. So, jetzt gibt es verschiedene Varianten, wo man sich vorher entscheiden sollte, wie sie gebaut werden. Weil je nachdem, wie sie gebaut werden, sind auch die Klappen offen, geschlossen, wie auch immer.
da meins ein Explosionszeichnungsmodell wird, sagen auf den Ständer, ich mach die Bombenklappen auf, bei mir kommt das Fahrgestell raus. Gegebenenfalls ist das Cockpit offen. Den Piloten, der interessiert mich nicht, den werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Und das Triebwerk ist bei mir natürlich nicht gerade, sondern wirklich in Flugform alle Klappen auf, so dass das, als wenn das senkrecht startet. So, das ist senkrecht starten und wenn das nur angewinkelt ist, ist halt, also auf kurze, na, Short Takeoff steht ja auch drauf und Vertical Landing, na, kann natürlich auch so starten. Die Version werde ich so bauen. Ja, hier gibt es noch ein bisschen was zu den Maskierfolien. Tech-Tipp nennen sie das. Ja, also Maskierfolien halt für die Fensterscheibe. So, das Cockpit. So geht es natürlich los. Hier soll man gleich schon wieder Löcher bohren. Na, bei so einem Bausatz hätten sie auch schon, ich zoome mal ein bisschen ran, hätten sie auch die Löcher schon einsetzen können. Ja, es fängt praktisch damit an, dass man ein bisschen was vorbereitet. Hier muss wohl ein bisschen was abgeschnitten werden und kurz zuvor wegen der Farbe. Ich benutze natürlich keine Tamir-Farben. Also natürlich, ich mag Tamir-Farben überhaupt nicht. Ich mag diesen Chemie-Gestank nicht, auch von den Acrylfarben. Ich halte von den Farben gar nichts. Das muss aber jeder für sich selber wissen. Ich habe für mich jetzt die Atomfarben erstmal entdeckt und werde das Modell wohl in Atomfarben von Armor of Mick lackieren. So, also hier sind so ein paar Tipps und auch mehrsprachig. Bevor ich damit anfange, muss ich das alles durchlesen und mir ja nochmal zu Gemüte führen, ob es da irgendwelches Material gibt im Internet. Na, schauen wir mal. So, also hier geht das wirklich los mit dem Cockpit. Hier empfehlen kurz die Farben. Das ist ja schön, dass das so dokumentiert ist mit den Tamiya-Farben. Da kann ich nämlich gleich in der Liste immer gegen gucken, welche Farben das sind. Und das sind, ist alles Standard. Schwarz ist eben, ich weiß jetzt nicht, ob Schwarz jetzt XF7 war oder so. Ja, also hier hätte ich mir gewünscht, dass bei den verschiedenen Farben diese Angaben alle farbig wären. Dass man sieht, so okay, da ändern sich Sachen und hier ist alles schwarz, da muss man immer auf die Nummer starren. Ja, Cockpit, also der ganze Einleger vom Cockpit ist in Ordnung, finde ich alles okay. Den Sitz kann ich jetzt gar nicht sehen, normalerweise bauen die doch immer den Sitz noch. Naja gut, ist jetzt auch egal. Deckels, wenn man das Cockpit zusammen nagelt, müssten dann auch gleich schon die Deckels dran. Ne? Das sieht so aus, als wären das... Moment, nochmal das Abziehbild. Doch, das ist ein Zeichen für Abziehbild, okay. Ja. Die Tamir-Anleitung, die ich das letzte Mal auf hatte, das war von WWK2-Fahrzeug. Na, ja, so, hier geht's weiter. Das ist, ja, was ist das? Ach so, die Fahrgestell, der war das alles nicht, ja, war das zweite, Moment, Licht. Das reflektiert ja nicht mehr, also kann ich jetzt auch anständig die Beleuchtung anständig draufhauen. So. Ja, weil hier die Einwandung fehlt und so, ist das natürlich. Und hier, oh, gute Bemalanleitung auf jeden Fall. Da muss man sich, also man muss das nicht, aber ich werde das auf jeden Fall machen. Ich werde das ordentlich durcharbeiten, mir Videos angucken, wie andere das gemacht haben. So mache ich das auch. Und so, ich möchte bei so einem Modell, das kostet ja schließlich auch ein bisschen Geld, ne? Ich weiß nicht, ein bisschen über 80 Euro habe ich dafür bezahlt und das ist schon für mich teuer. Ohne Zubehör. Ich habe noch keinerlei vom Aftermarket oder wie das, wie man das nennt, von dritten Herstellern. Ich habe keine Foto-Ads-Teile, also hier sind auch tatsächlich keine dabei, was mich eigentlich wundert bei den Modellen. Bisher, was ich gesehen habe, benötigt man die Dinger auch nicht, außer wohl fürs Cockpit, da muss ich mal sehen. Fahrgestell, ich habe zwei Fahrgestelle gesehen, achso, es gibt einmal, achso, ja klar, federbelastet und na gut, deswegen gibt es auch zwei Fahrgestelle drin. Das habe ich nicht gesehen, war mir nicht so bewusst.
Ja, auf jeden Fall ist hier hinten der Antriebskopf, also für den Senkrechtstarten, wo die Turbine reinkommt, und der vordere Fahrgestellschacht, also oder wie man das in dem Fall nennen sollte. So, hier geht das weiter mit dem, ja, das ist so ein, wie so ein Luftstromregulator. Ja, was soll ich sagen? Also hier wird, ist der Luftkanal, der wird hier zusammengeklebt, das wird nachher drumherum gebastelt. Sollte eigentlich nachher alleine, das würde, ja, hier sieht man das ganz deutlich. Das ist dann, wird, fasst das so ein bisschen ein und umhüllt praktisch den ganzen Bereich. Das ist die Ansaugung für die Luft und die ganze Umlenkanlage dafür. Ja. Dann geht's weiter mit der Bestückung. Dann wollen Sie da jetzt schon die Bestückung festlegen. Okay. Ach ja, wegen der Löcher bohren. Was für Raketen, wie und wo rankommen. Angriffsmodus. Ja, sollte auf jeden Fall der Angriffsmodus sein. Nicht der Stealth-Modus oder sowas, sondern ich will den mit offenen Bomben klappen, bei voller Bestückung und so. Das muss ich haben. Sonst hätte ich mir den nicht kaufen brauchen. Ja, was mir ganz, ganz, ganz deutlich aufgefallen ist, oder was mir sofort ins Auge gestochen ist, ist der ganze Bombenschacht und die Innereien, wenn die Klappen offen sind. Deswegen, also, wer das Flugzeug kauft und die Luken zuklebt, habe ich auch schon einen gesehen bei der A-Version. Die A-Version hat, da ist das ja alles so relativ identisch. Und da habe ich einen gesehen, der lackiert da so ein bisschen zwar rum da drinnen. Warum man denn noch lackieren muss, weiß ich nicht. Und klebt das dann zu, er will das im Flug darstellen. Wenn ich so viel Geld ausgebe für ein Modell, was so detailliert ist, also wirklich so, wirklich richtig fett detailliert, ihr werdet das auch gleich bei den Bauteilen sehen, dann würde ich nie im Leben nur annähernd auf die Idee kommen, die Luken zuzukleben. Ne? Wer das macht, hat für mich den Schuss nicht gehört, muss ich echt sagen. Dann kann man auch günstigere Modelle holen. So, naja, was heißt günstig? Ja, für 50 Euro oder sowas oder nicht ganz so detaillierte wie von Italieri, Mengen oder so. Das ist, ja, so. Also mein Zweitlieblingsmodell für den F-35 ist definitiv Kitty Hawk. Und da spielt das auch eigentlich gar nicht die Rolle, welches Flugzeug von Kitty Hawk. Die Bausätze sind wirklich gut. Ich habe auch noch einen, den ich jetzt natürlich nicht mehr baue, nachdem ich mir den geholt habe. Mit viel Zubehör. Also man sieht schon, das ist schon richtig, richtig heftig, mächtig viel Zeug, was hier reinkommt. Ja, das, die Detaillierung ist schon Porno. So, nettes Wort dafür, ne? Porno. Ja. Eine Menge Arbeit. Also vielleicht überschätze ich mich da wieder selber. Nee, darf nicht. Überschätze mich nicht selber. Ja, hier wird das, die Endmontage praktisch. Die Hochzeit zwischen Oberteil und Unterteil und ja. Ach Gott, was soll das? Geparkte Version. Jetzt gehen Sie hier drauf. Das aussieht wie wenn die geparkt ist. Also das heißt, wenn mich nicht alles täuscht. Nee. Machen die das nicht. Also wenn Sie schon so einen Riesenteil machen mit der geparkten Version, kann ich mir eigentlich vorstellen. Also ich gehe mal ein bisschen schneller, weil ich sehe schon 16 Minuten schon sehr, sehr viel. Also hier wird gezeigt, wie das konfiguriert wird mit den Bomben, die Flügel angebaut werden und so. Jetzt Short Takeoff. Ja, genau. Okay, das dachte ich mir. Jetzt kommen die unterschiedlichen Anbauten für, ja, für den Senkrechtstart. Nee, das ist für den Schnellstart. Da ist die Düse nur ein Stück angedreht und also leicht abgewinkelt. So. Ja, Bombenklappen hat das oder Luken hat das auf jeden Fall. Aber, na, was machen die hier? Andere Bestückung der Raketen. Und das sind praktisch drei verschiedene Bauabschnitte. So, Vertical Landing, das ist mein Ding. Also, ich weiß nicht, ob ich den Piloten wirklich braucht, der da drin ist, weil es geht mir um die Maschine, nur um die Technik, nicht um irgendwelche Menschen oder sowas. Die interessieren mich kein Stück.
Genau, so soll es sein. Aber möglichst natürlich mit allen Klappen offen, ne? Da wird nichts geschlossen. Ist auch so dargestellt, dass hier alles offen ist. Das habe ich das Gitter eben gesehen, weiß ich nicht. Ja, bin mal auch mal gespannt, was man da alles so für Raketen so reindrücken könnte. Also hier zeigen sie das, naja, man kann das wohl darstellen, wie man will. Mit geschlossenen oder was? Ich weiß es nicht, ne. Ja, so hier nochmal der Pilot. Ah, vielleicht bemale ich ihn doch. Also ich meine, der Seele, so schlecht sieht er ja gar nicht aus. Habe ich den Sitz irgendwo gesehen, wo der gebaut wird? Ja, jetzt sehe ich. Was frage ich nach dem Sitz? Eigentlich gehört das ja ganz nach vorne. 138. Baustufe. Naja gut, man baut ja nicht alles doppelt und so, aber da sind wir schon hier. Da haben wahrscheinlich schon 2 Jahre gebraucht, um diese Anleitung zu machen. Ja, das finde ich natürlich auch sehr interessant hier. Diese, da wird die Luft angesaugt für den Senkrechtstart. Und diese Klappe geht dann auf und dann zieht er da praktisch den, ist das der Gegenpart zur Düse, die da unten ist. Diese Turbine schafft es tatsächlich fast, das Flugzeug alleine hochzuheben. Nee, nicht nur fast, sondern das Flugzeug wie alleine hochzuheben. Und die Düse, das Triebwerk hinten, leistet natürlich auch seinen Beitrag, ist aber dafür da, um das Flugzeug in Waage zu halten, also auszutarieren. Ja, und natürlich dann, wenn er in der Luft ist, dreht sich die Düse nach hinten, also wird gerade und gibt den Schub, das ist klar. Ja, und hier drinnen ist bei manchen Ländern halt immer noch irgendwie ein Hoheitsabzeichen oder so. Hier weiß ich nicht, was das ist, da muss ich mich mal erkundigen, sowas mache ich nicht. Engländer, weiß ich nicht, also ich würde da jetzt eher so die deutsche Flagge reinmachen, schon als Witz, weil, nee, ich meine, das lohnt sich ja nicht, weil die Bundeswehr, die Luftwaffe der Bundeswehr würde sich das Flugzeug nicht kaufen. Die nehmen die A-Version, die Standardversion. Und wenn die das wollen, nicht wahr? So, jetzt, ach ja, hier das Cockpit nochmal, ganz kurz. Da ist nochmal, was ist das für ein Geräusch? Na ja, egal. Vorne die Armaturen vom Cockpit und das, denke ich mal, da müsste es doch ein Cockpit-Bauteil von Lück geben, dass ich das nicht gesehen habe und nicht gleich mitbestellt habe. Ah ja, jetzt weiß ich auch, warum die Schraube da ist. Hier kann man das unten ablassen und einen richtig geilen Aufsteller dran basteln. Das Flugzeug wird dann da eingeschraubt. Ja, das finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Endlich mal ein richtiger Aufsteller und das lohnt sich hier auch, weil wie man hier sieht auf dem Bild, auf dem Bild hat derjenige oder der Zeichner auch alles im Senkrechtstart und alle Luken offen. Ja. Also man kann überall reingucken und das ist ja, das ist genau das, was ich auch will, dass man in das Flugzeug reingucken kann. Und dieser Aufsteller ist wirklich eine tolle Idee, schon mal, dass die Leute sich sowas da reinbauen. So. Kinders, jetzt geht's aber mal los. Ich habe nämlich auch Hunger, ich muss bald mal frühstücken. Das war jetzt die Anleitung und nun kommen wir zum ersten Gussast. Na, gibt es einen ersten? Ja. Womit fange ich denn an? Ich fange mit der Hülle an, also mit dem Außenrum. So, das mache ich. So. Ach ja, an dieser Stelle schon, falls euch das jetzt schon gefallen hat, was ich da gerade erzählt habe oder was ihr gesehen habt, dann ihr supportet mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Däumchen ist ein Träumchen, Support ist kein Mord. Na, das würde mich freuen und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Fragen zum Modell oder so, die ich nicht abgegeben habe hier, dann könnt ihr das gerne tun in der Gruppe, also unter dem, ja, in dem Feld unter dem Video oder halt besucht mich auf meiner Seite, Facebook-Seite, ich habe vergessen, wie die hieß, Quatsch, Modellbau für Anfänger, ne, da findet ihr mich immer, da bin ich der Administrator, der mit dem M vorne dran. So, also, dann werde ich mal eben auspacken. Tada, den Anfang mache ich jetzt mit
könnt ihr sehen, mit dem Aufsteller. Da gibt es natürlich nicht viel zu sagen. Das ist halt ein schöner kleiner Plastikaufsteller. Und das sieht aus, als würde man hier ein Schild machen können. Ojojo, ja. Okay, ein Aufsteller ist schon mal was Schönes. Sagt, so. Und jetzt geht's aber los mit dem echten Gustav. So. Echter Gustav. Gustav, ja. Gustav. Ja, da habe ich mir jetzt in gegriffen mit dem Querruder, mit den Querrudern. Ja, das sind, glaube ich, Luken für zum Offen darstellen für die Bombenschächte oder fürs Fahrgestell vorne. Und ja, mehr. Ja. Das war der erste Gustav. Also der ist recht aussagelos. So, jetzt kommt für mich eigentlich das Highlight. Na, also Gustav natürlich im Slide-Mode-Verfahren einige Sachen wieder eingebracht. Also eigentlich sehr viel gemacht. Und besonders das Teil, also das, was ihr hier jetzt zu sehen bekommt. Das hier. Das sind die Bombenschächte. Also wirklich, und man kann dort in die Innereien des Flugzeuges schauen, mit den ganzen Leitungen und so. Das ist wirklich hammergeil. Also was soll ich denn dazu noch sagen? Hier sind, von den Details ist das absolut grandios. Was das, das sind wohl Halterungen und so, das weiß ich nicht. Das ist wohl eine dieser, das müsste eigentlich die Wand sein, die hier reinkommt. Und das sind definitiv Bombenschächte und so. Also Abdeckung, die Tore hier sind also so, da steht rechts und links dran und ja, keine Ahnung, was das alles ist. Aber doch schon sehr, sehr cool gemacht. Gibt es noch ein bisschen mehr Licht von der Seite? Ja, machen wir noch ein bisschen mehr Licht, ja. Okay, kann man gut sehen, ne? Also ich finde das hier ist wirklich der absolute Hammer. So viele Details bei einem Flugzeug habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. No. Jetzt kommt der nächste. The next one. Das nächste Bauteil, der nächste Gussast enthält also auch wieder ganz, ganz viele detaillierte Sachen. Was mir als erstes auffällt, ist die Rückseite vom Schleudersitz. Also der Sitz ist auch schon schön detailliert. Ich finde das geil. Das Cockpit, das ist das Cockpit selber. Also die Einfassung, da kommt dann die Steuerknüppel hin und Sitz und was auch immer. Die diverse Teile. Ja, und das hier ist natürlich das Innenleben wieder. Ja, die Abdeckung, wo auch nachher die Luftkanäle drunter kommen und so. Ja, und ja, was soll ich sagen? Da ist der Pilot. Los Pilotos. Mit dem Kopf, also auch eine schöne, ich muss mal kurz näher ran. Also doch eine detaillierte Figur. Da bin ich von Tamiya doch andere Sachen gewohnt. Also die Qualität der WK2-Figuren ist meistens ja lala. Ja, aber ich baue die ja sowieso nicht. Die kommen meistens in die Rundablage. Ja, sehr, sehr detailliert und toll. Also von einer kontrastreicher Guss, wie soll ich das sagen? Die Konturen sind rattenscharf, es sind keine verwischten Übergänge oder so zwischen den Ebenen und zwischen den Objekten, die dargestellt werden sollen oder herausstechen sollen, wie die Leitung. Hier bei dem ist das alles, ich sage mal, rattenscharf. Ja. Also, geiler Gussast auch hier. Jetzt kommt der nächste. Hier gibt es noch ein Double Feature, also zweimal ein gleichen Gussast, also das ist das Bombenpaket und hier das ist für die Lüftung, also für die Turbine Verschalung, die ist auch doppelt. Ich weiß nicht, ob man die denn braucht, aber das sind die Aufhängungen für Raketen. Bomben in der Form gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Also ja, also schön zwei von den Zusatz Bögen. Ja, das geht weiter mit Teilen für Flügel und das ist hier die
Alter, so Zähne, da kann man dann auch Brot mitschneiden oder so. Das ist hier die geschlossene Luftansauggeschichte. Da an der Seite sind so zwei so Klappen, die gehen auf. Und das ist hier geschlossene Form. Na, da braucht man dann auch keine Detaillierung von unten. Und das sind halt die geschlossenen Formen dieser Klappen. Und das dürfte auch die Unterseite sein, der Klappe, die auch aufgeht. Na, das sind die geschlossenen Parts davon, aber sehr schön gemacht, also von der Detaillierung auch. Also da kann man schön mit, also die Gravuren, wie soll man das, Gravuren auf der Oberfläche sagen, sind ja richtig, richtig gut. Ich freue mich schon auf das Modell. Weiter geht's mit Bogen A. A? Nee, V. V. Gut, dort sind die Turbinenteile, also für die Ansaugung, das ist die Unterseite. Und da gibt es auch zwei Versionen. Einmal die Klappen für senkrecht starten, die können sich so bewegen. Und einmal für nicht. Ja, und dann die Luft, also die Turbine, die das praktisch dann ansaugt. Und hier die, wo ich eben von gesprochen habe, die geteilten Klappen. Wie ich gesagt habe, hier damit kann man wohl was sägen oder so. Das sind die geteilten, die benötige ich. Das sind die, die auf dem anderen Bogen geschlossen waren. Und die sind dann geöffnet. Denn das finde ich auch ganz geil, so windschnittig, die für die Ansaugung und natürlich die Luke. Das dürfte jetzt nur die Innenseite sein. Nee, das ist vom. Nee, das ist von beiden Seiten. Na, wird denn. Das ist die Oberseite. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau, aber ist egal. Anleitung zeigt alles auf. Und ja, das ist auch ein sehr detaillierter Gussast, muss ich sagen. Also ein Gussast mit Teilen drauf, die sehr detailliert sind. So. Ja, ich werde auch nicht jünger. Jo. Jetzt kommen so ein paar wichtige Sachen, die am Anfang gleich laufen. Und zwar, das ist hier der vordere Bereich oder der Raum, wo das Fahrgestell vorne reinkommt. Plus die Seitenwände von dem Fahrgestell. Man kann das auf der Seite, kann man sehen, das wird eingefasst. Das ist der Luftkanal für den Senkrechtstart oder für den Schnellstart, also für den Kurzstart gebraucht wird. Das ist die Ansaugung. Dann haben wir hier die Cockpit-Rückseite, ist das, glaube ich. Und ja, wo die Fenster reinkommen, die Rahmen, da frage ich mich jetzt allerdings auch, wo da die Unterschiede sind. Ich sehe hier vorne schon was, aber das muss ich dann mal genau. Das eine ist hier, da sind immer diese Halterungen, das kann man so reinstecken. Das ist offen und das ist geschlossen. Na, und ja, ich will den ja eigentlich, ich weiß nicht, ob ich die vorne die Luke, das ist ja transparent, na, auch wenn das eingefärbt ist, kann man da doch reingucken ins Cockpit. Soll ich das offen dastehen oder nicht? Aber ich werde das wohl offen dastehen, weil ich auch die Leiter an der Seite rausgucken lasse. Also ich finde auch, dass mit der Leiter, dass man das so öffnen kann an der Seite, finde ich geil. Bei mir wird das alles so offen dargestellt, denke ich mal. Also ich habe da einfach Bock drauf, das zu machen. Und dieses Flugzeug ist ein Projekt, was ich dieses Jahr auf jeden Fall beenden möchte, weil ich ein absoluter Fan von diesem Flugzeug bin. Neben meinen ganzen Panzern, die ich immer so zickzack baue, wo mal hier was und mal da was. Ich baue gerade an 8 Modellen oder so gleichzeitig. So mal hier ein bisschen was und aufgrund meiner Krankheit kann ich nie so lange bauen und ja, egal. So, jetzt kommt der nächste Gussast. Huiuiui, ja, so, Gussast, das ist der eigentlich der letzte große. Hier sind jetzt die Luftkanäle drin und der Anschluss an das Lüftungssystem. Also hier der Luftkanal, das ist auch alles, das wirkt alles so extra glatt, obwohl da ja in die Luft durchgeht. Also ganz toll detailliert. Und auch hier eine ganz wichtige Sache, hier sind die verschiedenen Ausführungen für
den Kanal einmal hier. Das ist, wenn das normal geradeaus fliegen kann, nur das Flugzeug, was heißt geradeaus fliegen, ihr wisst schon, was ich meine. Und hier die geknickten Varianten. Ne? Das ist leider ist das ja Müll hier. Das, aber der geknickte ist super. Und jetzt kommt noch was, wo sich das Modell von allen anderen so ein bisschen abhebt, ist die Detaillierung in einem Knickbereich mit den ganzen Leitungen und sowas. Also ist schon einiges mehr an Details. Na, ob man das nun braucht oder nicht, das sei jedem selbst überlassen. Also ich stehe da drauf und ich freue mich schon, damit anzufangen. Ja, Slide-Mode-Verfahren. Dieses Ganze ist im Slide-Mode-Modus-Verfahren Gedönse gedruckt, gegossen und auch wirklich fantastisch geworden. Man sieht das immer mit dem Slide-Mode an diesen komischen, ja, praktisch Rahmen, die da sind und so. Das ist schon sehr aufwendiges Verfahren. Na, und aber die Qualität ist, ja, selbstredend, ist der absolute Hammer. So, wenn wir noch schon beim Slide-Mode-Verfahren sind, hier einen, also wirklich ein Paradebeispiel von Slide-Mode, von diesem Verfahren. Das ist ein, wirklich der Hammer. Mit dem Rahmen sieht das schon, das ist schon viel zu schade, um das zu bauen. Also hätte ich nun das Geld oder so dazu, dann würde ich mir wahrscheinlich oder kann man die Vor- und Seite nachbestellen? Das könnte man schön auf dem Bilderrahmen aufbringen und einfach nur so als, ja, das ist schon Kunstwerk, das Teil. Ja, gut, okay, das ist die Unterseite des Flugzeuges. Da kommen dann auch viele Löcher rein, die hier alle schon angezeichnet sind. Also hier steht dann nur drin, bei welcher Bewaffnung man wohl ein Loch reinbohrt. Ja, 20, was steht da für ein Datum drin? Von wann ist das Modell? 2023, das ist also, obwohl das ja erst vor kurzem rausgekommen ist, aber da wurde es wohl angefangen zu produzieren. Also die Unterseite, das ist auch, ja, schweinegeil, was soll ich da sagen? Also hier ist die Ausstiegsluke, also nicht die Ausstiegsluke, das Ding ist offen, das stelle ich auch offen dar. Und da kommt die Leiter, da ist so eine Leiter zum Rausziehen, ne? Die ist dabei. Und das, selbst das stelle ich offen dar. Das wird natürlich offen bleiben. Das unten ist die große Luke für den Auftrieb, für die Turbine, womit er dann praktisch, da drückt er die Luft raus, um das hochzuheben, das Teil. So, das ist natürlich alles ein bisschen auseinandergezogen. Und hier dieser riesige Bereich für Fahrgestell und Bombenklappe, ne? Und also die Texturierung ist auch irre. Also, was heißt irre? Das haben die eigentlich alle ganz gut gemacht. Ob das nun Italieri, Kitty Hawk oder Meng ist, also die Detaillierung, also diese ganzen Markierungen und so, die oben auf sind, sind wirklich schon bei allen Flugzeugen top. Ne? Und ja, ich glaube, bei Kitty Hawk, ich habe noch gar kein Unboxing von einem Kitty Hawk Bausatz gemacht. Also zumindest nicht von dem, den ich jetzt gerade hier habe. Ja, gut. Ja, ich finde das einfach geil. Weiter geht's. Als letzter sozusagen großer Gussass ist natürlich klar die Oberseite des Flugzeuges. Und ihr könnt auch sehen, das Flugzeug selber ist gar nicht so riesig. Das ist vitrinfreundlich mit 30 cm Länge und Flügelspannweite, sagen wir mal, 23 cm. Es ist halt 1 zu 48. Aber die Details sprechen ja für sich, dass das ist einfach der Endgegner, sag ich mal. Ja, auch hier die Detaillierung auf der Oberfläche sehr schön gemacht und die Gravuren, also auch jedes kleine Detail ist da wirklich gut ausgearbeitet. Das Flugzeug enthält natürlich nicht wie bei anderen riesige Monsterpaneele und sowas. Das geht auch gar nicht wegen der Fluffigkeit, ne, wegen dem Windkanal-Dings. Ne. Also hier ist der Einlass für die große Turbine und hier ist noch für Steuerung. Und ja, ich weiß nicht ganz genau.
Ich muss mir, oder ich werde mir noch ein bisschen was angucken und mich selber informieren. Für euch bleibt dann auch YouTube und so. Ich bin ja kein Lehrer mehr. Na, so, ja. Also ist ein echt mega geiles Modell. Na, auf der Unterseite steht, ist schon wieder das Branding. Ja, das wird man wohl sehen. Oder auch nicht. Nee, wird man das sehen? Nee, kann man nicht sehen. Ah, ja. Wieder Markierungen für Vorbohren, so wenn man Löcher bohren muss, weil da irgendwas reinkommt. Ja, das ist jetzt schön schon mal die Oberseite von dem Flugzeug. Ja, macht Bock auf Basteln. Ich hätte jetzt schon Lust zu basteln, ich habe aber keine Zeit. Ja, da hätte ich noch fast was vergessen. Und zwar gibt es noch Clearparts, die ich nicht auspacke wegen, ne, Kratzer. Also das ist so ein bisschen eingetönt hier. Das ist das Cockpitfenster und es ist zweimal vorhanden. Jetzt frage ich mich, warum das zweimal vorhanden ist, aus Versehen. Also es ist identisch, da gibt es keinerlei Abweichung. Es ist tatsächlich zweimal. Oder vielleicht, falls man eins versaut, weil sie das gewohnt sind, dass sie dann muss man nicht noch eins schicken. Wer weiß. Und dann sind hier noch ein paar Clear Parts. Das ist für die Sensorik. Und so, was man davon, was davon tatsächlich frei bleibt, weiß ich jetzt nicht. Das muss ich sehen. Also, weil, ja, das ist, wo die Clearparts sind, da sind dann halt, sind Beleuchtungen drunter, na, die Positionslampen und, ja, und Sensorik. Ich weiß nicht genau, was der alles kann, aber, ja. Kameras hat er auch überall. Der Pilot kann auf seinem Bildschirm unter das Flugzeug sehen, hinter das Flugzeug sehen. Oben drüber sehen, also werden wohl auch Kameraabdeckungen dabei sein. So, ja, Kinders, das ist nun der umfangreiche, also es ist wirklich ein langes Video geworden. Na, und wenn ihr durchgehalten habt und ihr findet, dass das okay ist, was ich da gezeigt habe, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da. Und falls ihr kein Abo habt, dann bitte auch noch ein Abo. Damit supportet ihr mich und macht mich glücklich. Macht mich doch auch mal glücklich und meckert mich nicht immer an. Na, ich mache das hier in erster Linie für euch, damit ihr reingucken könnt in die Kisten, um selbst zu entscheiden, ob es euch gefällt oder nicht, anstatt die Katze im Sack zu kaufen. Ne? Kennt man ja, Katze im Sack will ja keiner haben. So, also, dann verabschiede ich mich und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video, euer Vagant.